Ich denke, für Patienten das Wichtigste sind, dass Forschungsanreize gesetzt werden, gerade für seltene Krankheiten oder auch für die Behandlung von Kindern. Das Zweite sind, Transparenzregeln werden verschärft. Und das Dritte, dass wir klare Regeln haben, auch im Umgang mit Vergünstigungen. Ich glaube, zum einen, weil das Thema Gesundheit alle etwas angeht, dann haben wir sicher auch unterschiedliche Weltanschauungen, die da teilweise aufeinanderprallen. Und letztlich darf man nicht vergessen, es geht natürlich um sehr viel Geld. Es geht darum, dass der Arzt belohnt werden soll, wenn er sich darum bemüht, dass sein Patient das richtige Medikament zu möglichst attraktiven Bedingungen bekommen kann. Also der Kompromiss hat im Wesentlichen zwei Elemente. Zum einen soll Transparenz darüber herrschen, was für Vergünstigungen das man ausgehandelt hat. Und zum Zweiten, ganz wichtig, dass sich der Arzt und die Versicherung über die Verwendung von Vergünstigungen einigen. Das heisst, man wird sie in der Regel teilen. Das Geld kann nachher investiert werden, sei es in die Verbesserung der Versorgung der Patienten, sei es in die Prämienverbilligung oder auch, dass man es direkt den Patienten weitergeben kann. Zum letzten Punkt, da sind wir in Verhandlungen mit verschiedenen Krankenkassen, dass das tatsächlich so passieren kann. Und es wäre natürlich ein absolutes Novum, ist etwas, was momentan noch sehr selten passiert. Wichtig dafür ist aber natürlich, dass man eine gesetzliche Grundlage schafft dafür. Ja, das ist schwer zu sagen, aber wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass der Gesetzgeber ein offenes Ohr für gute Ideen hat, dass so Ideen auch in Gesetz Eingang finden, und deswegen sind wir sehr zuversichtlich.